Herzlich willkommen, damit herzlich zur nächsten Folge von Cyberpunk. Da lascht gerade jemand ganz zufällig an mir vorbei. Nein, kannst du mitnehmen. Schon besser. Mehreren Leute hier. Scheiße, bleib in Deckung! Was? Don't scare me like that. Ich kann nicht reingucken. Alright. So weit, so gut. Den locken wir auch noch aus. Haben noch ein weniger. Scharfschütze im Turm. Dann brauche ich es nicht. I'm working on it. Hier liegt natürlich so ein netter Stuff hierbei rum, das gefällt mir. So viel vor allem. Panam, ich habe Saul gefunden, glaube ich, im Keller. Wie geht's ihm? Schwer zu sagen, zu dunkel. Okay, geh runter und hol ihn. Scheint zu bluten. Noch rechtzeitig. Schauen wir das Kamerasystem am besten aus. Machen wir lieber, bevor er noch wieder aufsteht. Boah, 3% erhöhtes Bewegungstempo, was war das? Richtig geil. Mit dir. Und das Geld. Das sind Texturen, die man sieht. Links von mir.
legt er sich. Ich habe was gefunden. Panam, hier liegt ein Mädchen. Tot. Ausgeweidet. Und ich glaube nicht nur wegen ihres Chroms. Verfickte Raffin! Seelenlose Pisser! Für diese Wichser gibt's keine Grenzen! Ein bisschen Stuff hier, ein bisschen Stuff dort. So, was haben wir hier? Aktueller Bedarf, das können wir schon. Jetzt Nachrichten, das ist keine Lust jetzt zu lesen, die ganze Zeit zu spielen. Okay, ich glaube, ich hab ihn. Ist er tot? Glaub nicht. Gut, schnapp ihn dir und verschwinde. Lookit wird iPhone der. Saul? Habt ihr meine scheiß Zigarre dabei? Deine Zigarre? Deine Zigarre? Hab euch Scheißern doch gesagt. Eine Zigarre, eisgekühlter Fusel und ein paar Ladies, die mir Gesellschaft leisten. Bringt sie mir. Oder leckt mich am Arsch. Ich bin mit Panam hier, wir holen dich raus. Oh, ich soll. Ich bin mit Panam hier. Panam? Aber sie ist fort. Nicht auf ewig. Wir holen dich raus. Du, ich kenne dich. Die Söldnerin. Kannst du alleine gehen? Kannst du gehen? Fuck! Ich glaube, mein Rücken ist im Arsch. Du kannst, das kannst du gebrauchen. Du bist ziemlich hinüber. Bisschen Stärkung gefällig? Und? Wie geht's ihm? Oh, ja. Zeit, meine Tanzschuhe anzuziehen. Scheint in Ordnung zu sein. Er wollte eine Zigarre und Gesellschaft. Klingt ganz nach Saul. Und jetzt verschwindet von dort. Auf dem Weg nach draußen. Ich werf den Motor an. Bin gleich bei euch. Du bist an den Wachposten vorbei. Aha. Und wenn wir zu zweit genauso leise sind, kommen wir hier raus, ohne eine Kugel abzufeuern. Genau. Vom Keller sollte ein Ausgang nach draußen führen. Easy. Where is the problem? Where is the problem? Can you tell me please where the problem is? Der ist der Wartungstunnel. Ich will gerade. Ich würde auf ihn warten. Beweg deinen Arsch, Saul!
Sturm wirbelt ordentlich was auf. Gut. Das verwischt unsere Spuren. Wir haben sowieso gute Gründe, nicht gleich ins Lager zurückzukehren. Wir müssen nicht auf Nummer sicher gehen. Kostet nur Zeit. Lieber später und lebendig als tot. Nun, ich glaube, ich kann die Fahrt skippen. Na, jetzt machst du das Radio an, da kann ich das recht skippen. Siehst du die Häuser dort? Da drin sitzen wir es aus! Oh, sorry. Ich kenne diesen Ort. Sollte sicher sein. Zumindest fürs Erste. Rein, schnell! Ich muss mal durchatmen. Rechtzeitig zum Abendessen. Es wird schon dunkel hier. Ich habe Hunger. Hab schon eine Tonne Sand gefressen. Sieht aus, als bleiben wir heute Nacht hier. Ein bisschen Strom wäre gut. Hilfst du mir suchen, wie? Ich fange hier drin an. Gefunden. Hey, es hat geklappt. Wir haben Licht. Ja. Verdammt. Es wird kalt. Hab versucht, die Heizung anzuwerfen. Ging aber nicht. Kannst du mal checken? Vielleicht schaffst du es ja. Weißt du was? Guck mal nach der Sicherung draußen. Vielleicht wackelt die. Wenn ja, drück sie einfach wieder rein. Dann schmeiß ich das Ding hier ab. Aua. Was hat mir wehgetan? Ich komme. Man weiß ja, warum ich den überspringe. Ey, ich mich gerne dazugesellen. Siehst du, was ich sehe? Mindestens haltbar bis vom letzten Krieg, aber hoffentlich noch kein Gift. Ist wohl unser Glückstag. Glückstag. Interessante Wortwahl. Kommt gleich wieder ein Vortrag? Setz dich ruhig hin. Das könnte Stunden dauern. Nein, kein Vortrag. Aber wir sollten reden. Der ganze Scheiß mit den Wraiths hätte nicht passieren dürfen. Die wollten alles. Lagerstandort, Routen, Verladepunkte. Wüssten die, in welchem Zustand wir uns befinden? Ein, zwei Überfälle und das wär's für uns. Und hättet ihr mich da nicht rausgeholt, wäre das mein Ende gewesen. Siehst du das? Kiefer arbeitet, gefrüchte Braue. Seine Art, Danke zu sagen. Klar gab's hier unter Streit. Sicher, wie in jeder Familie. Sollten wir nicht wieder ausgraben? Finde ich auch. Wenn du wieder zurückkommen willst, würden wir dich mit offenen Armen empfangen. Aber manche Dinge müssen sich auch ändern. Das heißt, kein Vordrängeln mehr. Geht das wieder los? Ich sag dir, was losgeht. Echte Probleme, vielleicht sogar Krieg. Wir können die Ruffen nicht allein bezwingen. Also willst du uns an Biotechniker verscherbeln? Sag ihm, dass das eine Scheißidee ist! Panam hat recht. Ich sehe das wie Panam. Klingt nach einer richtigen Scheißidee. Danke. Was weißt du schon über all das? Ich habe für den Zank gearbeitet. Kenn das Ende. Mehr als du glaubst, Saul. Hab mal für Arasaka gearbeitet. Ich weiß eine Menge. Arasaka ist nicht Biotechniker. Der Unterschied... liegt nicht in ihrem Vorgehen. Das ist immer gleich. Weißt du, was ihr für die seid? Sklaven. Zum Ausbeuten und Verschlingen. Aber nur im besten Fall. Danke, wie. Besser hätte ich's nicht sagen können. Weißt du was, Kleine? Später können wir uns immer noch gegenseitig an die Gurgel gehen. Das hoffe ich doch.
Aber jetzt würde ich mich echt gern ausruhen. Soll ich helfen? Halt's Maul. Wisst ihr, wie man so einen Sturm in Nordafrika nennt? Habub. Mann, ich liebe dieses Wort. Was war das denn? Was war das denn gerade? Bestimmt nur die Mädels. Auf Habubs. Auf Habubs. Ja. Auf Habubs. Mann, das Zeug ist echt hart. Lustig. Was denn? Ich schlafe selten unter Dächern. Und trotzdem ist es mit dir schon das zweite Mal. Wenn man Tag, Nacht auf der Straße ist. Stimmt. Und der Hintern langsam mit dem Sitz verschmilzt, vergisst man, wie das ist. Und ist es besser? Und? Ist es so besser? Findest du es so besser? Nein, nur anders. Daraus könnte man ein nettes Motel machen, oder? Kleiner Kamin, genug Suff. Fehlt nur der schlecht gelaunte Typ am Empfang. Haben Sie einen angenehmen Aufenthalt? Haben Sie alles, was Sie brauchen? Es ist alles perfekt. Ohne Schuhe wäre es bestimmt angenehmer, werte Dame. Ohne Schuhe wäre es bestimmt angenehmer, werte Dame. Nach so einem Tag? Ich glaube, wir würden alle ersticken. Ach was. Gerade nach so einem Tag verdienst du etwas Entspannung. Ach ja? Was schwebt dir denn vor? Ich wüsste etwas. Ich hätte da eine Idee. Du weißt schon, was ich meine. Weh. Nein. Es ist gerade gut so, wie es ist. Vermasseln wir es nicht, okay? Was? Ne. Ne. Scheiß drauf. Fuck it. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin nochmal bis hierher und dann sehen wir uns dann wieder. Das zähle ich jetzt nicht. Nein, das akzeptiere ich nicht. Nein, das akzeptiere ich nicht. Ich wollte Judy haben. Judy meldet sich nicht. Das heißt, sie hat's verbockt. Jetzt nehme ich sie. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.